Die Caro soll mal testen hier ihr neues Bike. Ja, hier steht meins übrigens. Liebe Campingfreunde, servus! Mal wieder ein kleines Video von mir. Heute geht es um E-Bikes mal wieder. Wir haben ja dieses Jahr einiges getestet und war mehr oder weniger Schrott für alle, die es gesehen haben. Bis unser geliebtes Bigfoot oder mein geliebtes Bigfoot, das ich jetzt mittlerweile 1,5 Jahre im Einsatz habe. Das ist echt genial und jetzt haben wir uns überlegt, okay, das ist so gut, dass wir jetzt für die Caro auch eins holen. Ne? Wir haben jetzt lange hin und her getestet, was ist das Richtige. Aber ich denke mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis kommt da schwer eins dran, ne? Definitiv. Und jetzt haben wir uns entschlossen, holen wir noch ein zweites, vielleicht ein bisschen ein kleineres für die Caro, also mit anderen Reifen, nicht unbedingt ein Bigfoot. Deswegen fahren wir jetzt mal zum Dirk nach Überlingen, mal schauen, was der da so hat. So, ich würde sagen, ab nach Überlingen. Ich bin mal wieder hier am schönen Bodensee in Überlingen beim Dirk Distel. Wir waren ja schon mal, wann ist 1,5 Jahre her, waren wir ja schon mal da und haben uns ein paar Bikes angeschaut. Und ich habe ja auch ein schönes Bike immer mit an Bord. MyTravelBike.de hier ist immer mit an Bord. Das schöne Bigfoot. Ja, und das macht uns mega Spaß. Und ich wollte mal sehen, wie es dem Dirk so geht, ob er Neuigkeiten hat, wie es so läuft. Und ich habe auch gehört, einige von euch waren auch schon hier und haben die Fahrräder angeschaut. Ich kann nur sagen, nach all dem, was ich dieses Jahr getestet habe an E-Bikes, ist das einfach meine Nummer 1. Und ich bin echt froh, das Bike hier an Bord zu haben, weil es passt hier schön rein. Und vor allen Dingen ist es, der Akku hebt ewig. Das ist der Hammer. Und ich bin ja auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Ne? Aki, ich grüße dich. Wie geht's? Wie steht's? Ja, alles wieder gut soweit. So wie es sein muss. Und ja, heute ist nicht ganz so schön wie letztes Mal. Heute haben wir ein bisschen Nebel hier am Bodensee, aber da sind schon die ersten blauen Flecken und hell genug. Ich bin gerade aus der Sonne gekommen im Schwarzwald, war schön Sonne und dann kommen wir mal hier am Bodensee runter und schon neblig. Aber das wird schon besser. Ne? Das wird werden, da bin ich ganz optimistisch. Du hast hier ein paar schöne Bikes wieder an die Reihe gestellt, ne? Und du hast auch so ein, zwei Neuigkeiten dabei. Und ich würde sagen, lass uns doch mal schauen, was es hier an Bikes gibt hier in Überlingen. Ja. MyTravelBike.de, ihr könnt es auch auf der Homepage anschauen. Ne? Ich blende euch mal ein. MyTravelBike.de, genau, oder SmartBike.de, ja. Passt auch. Das ist ja meine eigene Marke, die auf uns zugelassen ist und registriert ist. Und ja, hier sieht man die Range, was wir so alles anbieten. Es sind 6 verschiedene, wobei grundsätzlich 3 verschiedene Rahmentypen dabei sind mit jeweils 2 verschiedenen Reifengrößen. Genau, ich habe zum Beispiel hier diese Reifengröße, also das Bigfoot, ne? Und das ist natürlich ideal, wenn man irgendwie Offroad fahren möchte, ne? Oder eben mal am Strand zum Beispiel, funktioniert auch ganz gut. Aber nicht nur. Nicht also nur. Man fährt auch hervorragend auf jeder befestigten Absolut. Straße damit. Die Reifen singen dann gerne, weil das ist natürlich ein Profil, was nicht ganz leise ist. Hat den Vorteil, die Leute hören einen gleich, wenn man kommt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Fangen wir mal mit dem ersten hier an, mit dem Smart Bike. Und das ist Shark, und zwar Shark 4. Wir hatten schon das Shark 3, das ist das blaue dahinter. Mhm. Die Namen 3 und 4 ergeben sich aus den Reifenbreiten. Wir haben also hier die 3 Zoll, das sind 7,5 cm, auch schon recht ordentlich, sehr fahrstabil. Und dann 4 Zoll sind etwa 10 cm mit dem Mountainbike-Profil. Und das Shark 3, das hatten wir also auch schon im letzten Jahr. Und dann haben doch eben Leute gefragt, ja, alles super, aber ich hätte gern die breiten Reifen. Und deshalb haben wir jetzt auch das Shark 4 mit den breiten Reifen. Und das Besondere am Shark, wenn ich das gerade noch mal kurz zeigen darf, hier ist eine Rahmenvollfederung und wir haben eine Sattelfederung, das haben alle, aber die Rahmenvollfederung. Und wenn ich jetzt hier einfach mal auf den Sattel drauf drücke und wir mal die Rahmenfederung beobachten, ist das natürlich jetzt hier eine ganz enorm gute Federung. Besonders geeignet für Leute wie ich zum Beispiel, die einen Bandscheibenvorfall hatten. Da kann man es deutlich weicher einstellen oder
wer auch wirklich über Stock und Stein fahren will und nicht jeden Stein im Kreuz spüren will. Die Akkus sind austauschbar, nehme ich an. Sind überall dieselben drin, oder? Alle Akkus sind gleich. Das sind die 690 Wattstunden mit, wie du sagtest, sehr, sehr hoher Reichweite. Ja, Wahnsinn. Hängt natürlich immer davon ab, das muss man immer dazu sagen, wir geben an 40 bis 100 Kilometer. Ja. Wenn einer nur mit Unterstützungsstufe 5 fährt, dann geht natürlich die Reichweite nicht so weit, wie wenn man nur mit 2 oder 3 fährt. Bremsentechnisch, hast du hydraulische Bremsen? Sind hydraulische Bremsen, das haben alle, haben die hydraulischen Bremsen mit recht großen Bremsscheiben. Wir haben die Alufelgen, das ist alles bei den Modellen eigentlich überall identisch. Das Besondere ist natürlich bei uns dieses Design vom Sattel, diese kleinen Ringe hier an den Griffen bis hin zur Glocke oder die Klammern, dass wir das alles farblich aufeinander abstimmen. Ja, und vor allen Dingen, das sehen wenige, ne? Also die Verarbeitung hier von den Griffen, überhaupt die Schweißnähte auch von dem Fahrrad, die sind wirklich hervorragend. Ne? Wenn ich mal einfach mal zeigen darf, ich klappe mal hier zum Beispiel jetzt den Lenker ab. So, ein bisschen runtergehen. Wenn man hier reinschaut, das ist nicht klapprig, das ist stabil. Ja. Das, ja. Und wenn man jetzt mal, Achtung, mal hören, wenn ich es zuklappe. Genau. Das ist stabil. Regelung. Ja. Und das kann ich nur bestätigen. Ne? Der Vorteil ist, ihr könnt das ganze Fahrrad hier zweimal zusammenklappen. Einmal eben den Lenker runter. Vielleicht machen wir das gerade mal, damit man mal sieht, wie kompakt das Fahrrad auch ist. Also ich stelle mich dann immer so kurz dahinter. Jetzt haben wir hier die Rahmenverriegelung. Die ist doppelt gesichert. Einmal aufmachen. Passiert noch nicht viel. Wackelt ein kleines bisschen. Nochmal aufmachen. Passiert immer noch nicht viel. Jetzt müssen wir einmal hochheben. Und jetzt geht der Rahmen auf. Jetzt hätte ich vorher noch, war ich ein bisschen zu langsam. Ja, die Pedalen einklappen. So. Ja, sonst ruppeln die da. So, und jetzt klappen wir das rum. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Operation gehabt. Der ist verletzt. Ja, genau. Und so, den klappen wir ab. Ja. Und so kompakt ist das Ganze. Den Sattel kann man natürlich rausziehen. Was immer zu empfehlen ist, den Akku auch vorher rauszunehmen, weil es sind immerhin 5 Kilo, die der Akku wiegt und wird alles ein bisschen leichter dadurch. Also das ist schon eine coole Nummer. Ich habe es selten so zusammengeklappt, weil bei mir passt es wirklich top unter das Bett. Aber gerade wenn man zum Beispiel zwei von diesen Fahrrädern dabei hat, dann ist das natürlich eine feine Sache. Oder hinten zum Beispiel ins Wohnmobil rein. Ne? Ja. Top. Oder natürlich auch auf die Kugel, auf den Träger. Ja, genau. So mache ich es. Ich habe immer noch zwei Hundeanhänger hinten drin in der Garage. Jawohl. Du hast zwei neue Typen gegenüber letztes Mal. Das ist zum einen hier das Shark mit diesen Bigfoot-Reifen. Jetzt gehen wir mal ans andere Ende. Das ist eigentlich unser Bestseller, das Nexus. Das hat den Tiefeinsteigerahmen für alle die, die nicht mehr ganz so, ich sage mal, etwas flapsig das Bein so heben können. Ja. Und auch hier, das hat sich mittlerweile zu unserem Bestseller entwickelt, gerade im Reisemobilbereich. Und auch hier kam die Nachfrage nach einem 4 Zoll Reifen. Und dann haben wir eben auch das Nexus 4 mit den 4 Zoll Reifen. Was kosten die Fahrräder denn, Dirk? 2.398 inklusive Versand in Deutschland und inklusive einem wirklich umfangreichen Zubehörpaket, Schloss, Hülle, Tasche, alles dabei, Spiegel, da hinten ist einer dran, sind zwei Spiegel im Preis mit drin. Versand in Deutschland ist frei und lediglich das Shark mit der Rahmenvollfederung, das kostet 100 Euro mehr. Ja. So ein Karton haben wir jetzt gerade mitgenommen von Überlingen. Also so wird das ganze Bike verpackt und kommt dann bei demjenigen, der es bestellt, an. Und ich würde sagen, schauen wir mal, wie das Ganze verpackt ist und wie man es aufbaut. So, also schauen wir mal. Jawohl. Oha, schon mal jede Menge Zubehör drin. Wie der Dirk auch schon gesagt hat vorhin. Einmal hier eine schöne Hecktasche fürs Werkzeug. Ja, legen wir mal hin. Dann haben wir hier noch mal die Tasche. Dort ist Werkzeug drin schon. Machen wir mal auf. Aha, also schon mal jede Menge Werkzeug drin. Reparaturschlauch für die Reifen und auch eine Luftpumpe ist dabei.
So, dann haben wir hier mit Sicherheit das Ladegerät hier drin. Und dann haben wir hier ein Fahrradschloss, ist auch schon dabei. Eine Trinkflasche und ein Trinkflaschenhalter. Also an Zubehör fehlt es hier nicht. Nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Da ist noch die Abdeckung dabei. Falls es mal regnet, ne, kann man das ganze Bike dann abdecken. So, und dann holen wir das ganze Teil mal raus hier. An einige Kabelbinder hier lösen. Und dann holen wir das mal raus und schauen mal, wie das aussieht. Also richtig gut verpackt und jede Menge Zubehör dabei. Fällt mir schon mal richtig gut. Aber das hatte ich ja bei meinem Bike auch. So, ausgepackt sieht das Ganze so aus. Zusammengefaltet. Und jetzt muss ich einfach nur ein paar Kabelbinder lösen. Die Bremsen und alles sind schon dran. Hydraulikbremsen logischerweise. Hier ist noch der Sattel. Jawohl. Also dann befreien wir das mal von den Kabelbindern. So, innerhalb von 2 Minuten sieht das Ganze so aus. Ne? Also einfach nur auseinanderklappen. Fertig. Jetzt muss man noch den Lenker hier fixieren. Und hier gerade die 2 Imbusschlüssel, die Imbusschrauben hier fest anziehen. Dann alle Schrauben nochmal kontrollieren. Hier vor allen Dingen hier den Klappmechanismus schön fixieren und dann auch die Pedale anschrauben, Reifen aufpumpen, fertig. Ja, und dann machen wir mal eine Testfahrt. So, Spiegel sind auch noch dabei. Seitenspiegel, ja, die kommen jetzt hier hin und auf die andere Seite. Also Zubehör ist ja echt jede Menge dabei. Cool, Pedale sind schon dran. Jetzt noch die Seitenspiegel und gut ist. So, Spiegel ist auch wichtig, ne? Die sind auch mega dabei, sind auch mega wichtig und auch dabei. Passt alles perfekt. Ist wirklich sehr einfach zum Zusammenbauen, muss ich echt sagen. Ist alles super voreingestellt. Das Bike steht da wie eine 1. Ich bin einfach begeistert, ne? Von der Firma, von Dirk und seinem Service. Und ganz ehrlich, ja, für 2000, um die 2000 Euro muss man einfach ausgeben für ein gescheites E-Bike. Aber dass man hier auch noch so einen Haufen Zubehör dabei hat, das finde ich einfach klasse. Plus einfach den Service vom Dirk, wenn mal irgendwas ist. Ne? Jetzt haben wir hier noch einen schönen Getränkehalter, den machen wir auch noch hin für die Caro. Und ihre Taschen hin und dann laden wir den Akku mal auf. So, also, jetzt würde ich sagen, die Caro soll mal testen hier ihr neues Bike. Ja, hier steht meins übrigens, die meisten kennen es ja schon. Das Bigfoot, ja, da sieht man auch den schönen Unterschied hier in den Reifen. Einmal die Bigfoot-Reifen und einmal diese City-Reifen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Jo, dann würde ich sagen, Abmarsch! So, Schatz, und was sagt die ersten Kilometer? Schön. Macht Spaß, gell? Ja. Ist eine andere Hausnummer, oder? Ja. Was wir bis jetzt getestet haben. Smart Bike One, kann man nur empfehlen. Beide.
bin ich begeistert. Echt. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt Premiere. Hä? Und zwar am Aussichtspunkt Schellenberg sind wir jetzt. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Was sieht man denn hier? Okay, Graffiti. Aber ja, schöne Aussicht vom Schellenberg hier runter Richtung ja, Eichberg, Buchberg, Schwarzwald, Richtung Schweiz. Ne? Also da hinten ist der Eichberg, Buchberg, Wutachtal ist dann hinter den Hügeln. Da unten ist Bräuningen, Döckingen und rechts geht es dann nach Freiburg. Schön hier. Was halt auch noch cool ist, ihr habt den Service hier beim Dirk. Ne? Und wenn ihr mal hier am Bodensee seid, in Überlingen, beim Dirk ist man immer willkommen. Das jederzeit. Merkt man. Ne? Und wenn ihr irgendwo ein Problem habt mit den Bikes, der Dirk antwortet schnell und hilft euch da dabei. Und ihr habt ja auch, wie lange Garantie drauf? Ganz normale 2 Jahre, auf dem Rahmen 5 Jahre. Ja. Und dann bieten wir ja an, die Frage kommt immer wieder, jetzt war kürzlich ein Kunde da, der kam von Brandenburg hierher, der hat eine Woche Urlaub gemacht, hat 2 Fahrräder mitgenommen. Ja, was mache ich denn, wenn ich ein Problem habe? Da habe ich gesagt, dann gehst du zum nächsten Händler vor Ort, lässt es richten, die Rechnung geht an uns und wir übernehmen das und gar kein Problem. Auch wenn wir versenden, dann ist es ja bis auf wenige Dinge, die Pedale müssen reingeschraubt werden. Hier sind 2 Schrauben, die am Lenker festgemacht werden, ein Stecker muss verbunden werden. Und wenn irgendein Problem besteht, dass die Kupplung, nicht die Kupplung, die Schaltung mal hakelt oder sowas zum Händler. Wir übernehmen die Rechnung und dann ist die Sache gegessen. Mega. Ihr könnt die Fahrräder auch testen. Ne? Die sind auch hier in Überlingen in der Vermietung, ne? Irgendwo. Ja, genau. Ja? Wir haben Vermieter in der Nähe, ja. Aber wir haben doch, sind alles unsere Vorführer hier. Genau, also hier könnt ihr auch mal vorbeischauen, einfach mal testen. Schaut euch mal an. Nur einen Termin machen, weil ja. Wir haben kein offenes Ladengeschäft, ja. Sondern geht nur auf Termin. Ich blende euch mal ein, die Homepage und Kontaktdaten vom Dirk. Und dann könnt ihr hier mal, wenn ihr mal im schönen Überling seid, auch jedes Mal eine Reise wert. Schöner Stellplatz hier. Oder Meersburg, wie auch immer. Dann kommt man vorbei und besucht mal den Dirk. Falls ihr mehr wissen wollt über die Bikes, wie funktioniert das, was hat es für Software, ich blende euch mal das Video ein, das wir letztes Mal gedreht haben. Da haben wir ja wirklich ein Bike mal extrem komplett gezeigt und auch getestet. Und mittlerweile habe ich ja auch schon ein paar Videos auf dem Kanal von meinem Bigfoot. Und ich bin echt begeistert, kann ich euch sagen. Ne? Ich das euch höre ich immer gerne. Alles klar. Dirk, ich wünsche dir noch viel Spaß und viele, viele coole Kunden. Ja? Und lasst einen Gruß da, wenn ihr hier seid. Ne? So ist es. Ciao. Also, tschüss. Ciao, ciao.